Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich bin hier im Bayerischen Wald unterwegs mit der Tiger. Und ist die Tiger familientauglich? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe hier beim Familienurlaub, beim diesjährigen Familienurlaub, die verrate ich euch in diesem Video. Ja, wir sind tatsächlich unterwegs bei einem Familienurlaub hier im Bayerischen Wald. Da hinter mir ist das Landhotel Neuhof, ein ja, Motorradhotel, und wie immer diese Mohos bestechen, vor allem durch ihre Lage hier inmitten der Natur im Bayerischen Wald. Ist ein Traum hier, oder? Schaut euch das an. Ganz alleine, die Vöglein zwitschern, da hinten ist noch ein Wildtiergatter, aber ansonsten sind wir ganz alleine. Ich, meine Erfahrungen und ihr, liebe 1000 Best Community. Und die Tiger haben wir mitgehabt. Tiger 900. Wer ist wir? Also ich bin unterwegs, mein Schwiegervater ist unterwegs und meine zwei Söhne, wobei mein kleiner Sohn, unter Anführungszeichen, ich glaube, das ist auch schon 1,80, sitzt bei mir hinten mit drauf. Ich fahre mit dem Motorrad und der große Sohn fährt mit seinem eigenen Motorrad und der Schwiegervater fährt mit der anderen Reisenden einen 1300er GS haben wir auch mit. Aber sprechen wir gleich von der Tiger. Tiger 900 ist ein Motorrad, das mittlerweile einen fantastischen Reifegrad hat. Also das ist so, glaubt mir das, Leute, ich spüre das, wenn ich da aufsteige, wie das funktioniert, vor allem beim Motoransprechverhalten, wie das harmoniert, wie das in den Radien tut. Das ist ein Motorrad, wo schon viel Erfahrung drin steckt. Das ist jetzt mittlerweile schon mehrere Modellgenerationen alt. Und ich fange gleich an, im Prinzip gibt es einen Nachteil. Ja? Der Nachteil ist der Preis. Mittlerweile die Tiger 900 Rally Pro, also in der Ausstattung, wie sie mir am meisten gefällt, 21 Zoll Vorderrad, kostet in Österreich mittlerweile 18.000. Ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, das ganze Tiger ja, Festspiel hat mal begonnen in einer relativ attraktiven Preisregion, aber bei jedem Test haben dann Journalisten wie ich und ihr auch in den Kommentaren unten drunter dann rumgejammert, dass das noch fehlt und das noch fehlt und das könnte man reingeben. Es hat Triumph alles mit reingeben. Jetzt hat man hier so eine leimende Wuchtbrumme und hat aber das Problem, dass das Ding halt dann schon relativ viel kostet. Aber man kriegt für sein Geld auch was geboten. Das ist die Anti-Kehrseite der Medaille, dass all diese geilen Dinge, die wir uns immer wünschen, halt auch was kosten. Man hat jetzt hier eine vollwertige Reiseentour. Du hast jetzt Mittelklasse, bitte sag jetzt nicht mehr Mittelklasse dazu. Das ist ja mittlerweile ja, Oberklasse. Du hast hier 108 PS, du hast einen wahnsinnig ausgereiften Motor. Und du hast Vollausstattung in jeder Hinsicht, du hast der Teilintegrale ABS, das auf diesem Motorrad wirklich gut funktioniert. Ich erwähne es, weil ich habe ein anderes Motorrad auch noch mit, wo das ein bisschen nervig ist. Und du hast genau dort punktgenau hochwertige Komponenten eingefüllt, die sich so richtig gut ins Gesamtkonstrukt integrieren. Fangen wir mal an mit dem Motor, mit dem Herzstück. Es ist so, das ist ein Dreizylindermotor, jetzt mit diesen 108 PS, nicht mehr A2 tauglich, aber Sie haben wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass eh nicht viele Menschen diese Maschine downgraden. Ist halt so, wie es ist, er hat jetzt 108 Pferde. Dieses Plus an Leistung, ich müsste jetzt lügen, dass ich das jetzt merke, der Motor fühlt sich ausreichend dimensioniert an, im Fahrbetrieb begeistert er für mich eher durch die Linearität und durch diese angenehme Dosierbarkeit und durch diese angenehme Fahrbarkeit. Also wenn ich mit meinem Sohn hinten drauf fahre und wir gleiten durch die Landschaft, wir haben immer genug Dampf für Überholmanöver, aber es ist nie so, dass ich den Gasgriff jetzt vorsichtig dosieren muss, weil er sonst irgendwie hinten herumgeschleudert wird, sondern es ist wirklich so, dass ich da ja, die Power nutzen kann, gleichzeitig aber da nicht irgendwie ja, überfordert bin oder eher hinten sich unwohl fühlt. Also Motor ganz lässig, ich war auch die ganze Zeit irgendwie in dem Road-Modus und das passt wunderbar für mich. Ich gehe mal einen Walker, ich drehe mal die Kamera um, ich versuche, wie ich das hinkriege. Oh, jetzt kommt der Traktor, wird laut. Also
Also da ist so, ein Motorrad ist jetzt hier ausgestattet mit diesem Shed-Koffersystem. Dadurch wiegt es gleich noch einmal wuchtiger, muss man sagen. Da wiegt es schon wie eine richtig ausgewachsene, große, fette Reisemaschine. Also wir haben hier richtig fett Gepäck mittransportieren müssen. Also wir haben hier für, im Prinzip ist da das Gepäck von 2 Personen drin plus Videoausrüstung. Und da ist es so, dass die Koffer sind absperrbar und sind hochwertig ausgestattet, praxistauglich ausgestattet, kann die Helme reingeben, da kullert nichts rum, da kullert nichts raus, wenn man aufmacht, also ist wirklich schlau gelöst. Wir hatten bei der Anreise auch noch den Tankrucksack mit drauf, beziehungsweise wenn wir dann kurze Trips fahren, haben wir nur den Tankrucksack und das andere runtergegeben und haben so mit der Kombination Tankrucksack und voller Einheit hinten immer die Möglichkeit hier zu switchen, je nachdem wie wir es gerade brauchen. Ich habe schon erwähnt, Bremse. Wir haben eine sehr hochwertige Bremse mit drauf, eben diese Brembo-Anker vorne und eben ein Teilintegral. Das heißt, wenn du vorne bremst, bremst du hinten teilweise mit und du hast aber den Vorteil, dass du quasi eine hohe Stabilität hast beim Bremsen, hast aber gleichzeitig nicht das Problem, dass das irgendwie sich unrhythmisch, unharmonisch anfühlt, sondern das ist immer so ein... Es fühlt sich als ganz normale Bremse an, obwohl das ABS mit dabei ist, das sehr praxistauglich, sportlich geregelt. Alles im grünen Bereich. Du kannst sportlich fahren, wirst angenehm überrascht sein, wie harmonisch dieser bedrohlich wirkende riesige Brembo-Anker zu bedienen ist. Eine sehr performante, aber praxistaugliche Bremse. Auf der anderen Seite praxistauglich ist das ganze Elektronikpaket. Also im Prinzip, ich bin in dem Rotmodus drin, bin den ganzen Tag glücklich. Einfach wunderbar, passt super. Was man auch erwähnen muss, Schaltassistent. Schaltassistent ist so, dass er mit dem Dreizylindermotor wirklich wunderbar harmoniert. Das ist jetzt mittlerweile auf einem extrem hohen Reifegrad. Du hast die Situation, dass du vom ersten Gang bis zum sechsten Gang, vom sechsten Gang bis zum ersten Gang fluffig das Teil bedienst und einfach zufrieden bist. Und ja, es ist komischerweise im Sattel, du nimmst es gar nicht mehr so wahr, du fährst einfach und denkst, ja, ist halt so wie es ist, es funktioniert. Glücklicherweise haben wir halt die eher raubeinige GS mit, die 1300er, und dadurch, wenn man dann zurückwechselt und zurücksteigt, weiß man es dann gleich viel mehr zu schätzen. Was man auch zu schätzen weiß, und ich erwähne es gleich auch im direkten Vergleich, also wir haben ja hier quasi das Top-Produkt, die GS, als direkten Vergleich mit dabei, ist aber so, dass die Sitzbank hier besser ist. Also die Sitzbank hier, muss ich absolut lobend erwähnen, richtig geiler Sitzkomfort, angenehm, sowohl für mich als auch für den Beifahrer. Jetzt ist es aber so, dass hier der Beifahrer natürlich auch noch fürstlich belohnt wird mit der geilen Rückenlehne hier von dem Shed-Koffer. Insofern, Beifahrersitzkomfort geht nicht 100% auf die Kappe von der hochwertigen Sitzbank, sondern auch zum Teil auf die leibende Rückenlehne. Was mir heute geglückt ist, ich habe es tatsächlich heute geschafft, dass ich diesmal, oder nicht heute, gestern ist das geglückt, diesmal bei dieser Maschine, bei diesem Versuch, iPhone 14 Pro, innerhalb von 30 Sekunden war das ganze Teil gekoppelt. Ich habe mein Navi-Teil am Handy, das ist die Triumph-App, auf der Triumph-App meine Route reingegeben, GPX vom Hotelier, vom Landhotel Neuhof, der hat mir GPX-Datei geschickt, die habe ich mir runtergeladen, habe die in die Triumph-App reingegeben und er hat mir dann mit den Pfeilen im Prinzip den Weg hier durch den Bayerischen Wald geführt. Ich weiß, das gelingt nicht allen so gut, ich weiß, mir ging es in der Vergangenheit auch schon immer wieder mal so, dass ich mich ärgern musste, aber diesmal hat es funktioniert und sie machen hier scheinbar Fortschritte, auch wenn das ganze Thema mit den Apps ein wahnsinnig lästiges ist. Ich möchte es nur erwähnen, dass es diesmal gut geglückt ist. Was muss man noch unbedingt erwähnen, wenn man mit der Maschine unterwegs ist? Es ist so, dass die Maschine, so wie sie hier ist, in 98% der Fälle sich harmonisch, angenehm, leicht und lässig anfühlt. Und jetzt sage ich es aber wirklich so mit dem Koffer hinten drauf, mit meinem Sohn hinten mit draußen und mir mit drauf und dieses Fahrverhalten, dieses harmonische Dahingleiten, ist wirklich atemberaubend. Wir haben jetzt natürlich hier ein bisschen getrickst. Es sind hier mit drauf praxistaugliche Bridgestone 41. Ich habe, um den direkten Vergleich mit der GS zu haben, auf beiden Motorrädern diese Reifen raufmontiert. Da habe ich die Situation, dass ich mit dem Bridgestone 41 so einen wirklich hundertprozentigen Straßenreifenfokus habe, weil mir war das wichtig, wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Bei diesen Straßenreifen ist diese Nass-Performance vor allem auch noch ein bisschen besser als bei jenen Reifen, die so on-off gemischt haben. Und ich wusste nicht, wie das Wetter ist, insofern verzeiht mir das, aber mit Familie habe ich Reifen raufgegeben, wo ich 100% weiß, auch im Nassen sind wir da sicherheitsmäßig auf der sicheren Seite. Angenehmer Nebeneffekt, du hast mit diesen Straßenreifen natürlich die Situation, dass das immer noch einen Hauch besser ist, diese Mischlingsreifen,
hinsichtlich dieses Feeling fürs Vorderrad, dieses Feeling beim Handling, wenn du so in den Radien gleitest. Und dieses Feeling fürs Handling wird dann noch einmal, oder wie soll ich sagen, das ist für mich dann noch einmal ein Stück intensiver, lässiger. Es ist halt ein richtiges Straßenmotorrad. Ist okay für mich diese Tour jetzt, bei dieser Tour, weil wir ja nur uns auf der Straße bewegen. Ich weiß, ich drehe mal die Kamera wieder um. Es schaut natürlich dann am Ende des Tages bei diesen reinen Straßen immer ein bisschen kümmerlich aus. Das liegt jetzt weniger am Reifen, weil der Reifen, ja, das Profil ist ja okay, schaut gut aus, alles Paletti. Aber jetzt sind halt diese Proportionen so, dass dieser Reifen in Kombination, also im Vergleich zu dieser wuchtigen Maschine, vor allem mit diesem wuchtigen Heck, mit diesem wuchtigen Gepäcksystem, schaut halt viel kümmerlich aus, dieses Profil, als wenn ich da jetzt einen lässigen Stollen neu drauf habe. Ist halt so. Ihr kennt das alle, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne posten. Aber wenn ich mit der Familie unterwegs bin, ist mir da die Optik irgendwie scheißegal. Mir ist halt wichtig, dass das Teil halt wirklich absolut perfekt funktioniert und das tut er bei trockenen sowieso, aber ich weiß, dass es auch bei Nässe dann so ist. So viel dazu. Jetzt muss ich sagen, es gibt aber einen Bereich. Es gibt einen Bereich und gut, dass ich die GS hier als Referenz mit habe. Ist jetzt zum Schaden der Triumph. Beim Rangieren, beim Herumhantieren, bei der Maschine, vor allem auch mit Sozius, bei niedrigsten Geschwindigkeiten von 0 bis 10 km/h, sieht man, dass der Schwerpunkt höher ist. Man sieht oder man spürt, dass dann das Gewicht nicht mehr zum Wegdiskutieren ist und dass sich die Maschine dann behäbiger und schwieriger anfühlt, sogar als die größere 1300, Entschuldigung, GS. Also das ist ein Konzeptnachteil, den sie hat, wohingegen eben auf der anderen Seite dieser Dreizylinder mit Kettenantrieb, Schaltassistent hier seinen Konzeptvorteil hat, dass es halt wunderbar geschmeidig klappt und diese Schaltvorgänge einfach so richtig fluffig laufen. Was ich auch noch erwähnen muss, wir haben hier mittlerweile drauf 230 mm Federweg und 240 mm Federweg. Das heißt, wenn ich jetzt, wir haben sie als Dauertester die Maschine, wenn ich sie jetzt im Dauertest bewege und andere Reifen drauf gebe, ist es richtig abenteuermäßig. Also du kannst damit richtig was erleben, das sind echte Reserven vorhanden. Hast aber gleichzeitig die Situation, so wie jetzt, dadurch, dass es ein hochwertiges Fahrwerk ist, dass ich habe da keinerlei Einbußen oder Probleme. Also es ist so mit voller Beladung, dass er vielleicht, keine Ahnung, ein paar Prozentpünktchen so beim Einlenken habe ich die Einstellung noch nicht so hingekriegt, dass er mal hinten so die Vorspannung stark macht, dass das Gewicht komplett weggezaubert wird beim Einlenkvorgang. Aber es ist schon Jammern auf hohem Niveau. Also wir sprechen hier von einem richtig vollwertigen Enduro-Fahrwerk, 230, 240 mm Federweg, und ich habe hier eine richtig gute Performance auf der Straße und aber trotzdem genieße ich das, und ich weiß nicht, wer von euch Bayerischen Wald, Böhmischen Wald da in der Gegend unterwegs schon war, es sind teilweise in den Nebenstraßen die Asphaltqualitäten nicht so gut, also wir haben hier teilweise ordentliche Bodenwellen mit drin, ja, und ich fahre halt da und denke mir nichts dabei, und die Kollegen, die mit waren, meine Familie, dann jammert, ja, sie wurden so durchgerüttelt und die Straße, wieso man so schlechten Straßen fahren. Sag ich, ja, Alter, ich habe es gar nicht gemerkt. Also dieses Ansprechverhalten des Fahrwerks, diese großen, großzügigen Federwege, das in Kombination hinzukriegen, dass du Stabilität hast und auch diese Präzision und dieses tolle Handling, also das ist Triumph wirklich atemberaubend gut gelungen. Vor allem auch jetzt in dieser letzten Ausbaustufe, ja, ganz großartig. Taugt mir voll und bin ich nur voll des Lobes. Ja, was uns sonst noch so aufgefallen beim Familienurlaub, oder ja, was war noch wichtig? Wir haben ja alle Sena-Headset mit dabei. Da muss ich sagen, mittlerweile weiß ich den Fortschritt zu schätzen. Wir haben ja verschiedenste Modellgenerationen. Ich habe ja, keine Ahnung, 10, 15 Headsets daheim, weil ich ja immer jede neue Generation zugeschickt kriege. Und dann habe ich aber das Problem, ich habe einige ältere Generationen auch. Und wenn du jetzt versuchst, ein Group-Intercom mit 4 Teilnehmern hinzukriegen, ohne Mesh, also die mit den alten Bluetooth-Lösungen, ganz, ganz schwierig. Also ich weiß nicht, wie sich das früher die Menschen antan haben. Ganz schwierig. Also wir haben jetzt 2 Zweiergruppen gemacht und das funktioniert. Und was ich sagen muss, ist, dass bei den alten Systemen die Gesprächsqualität, ich habe jetzt in so einer alten Show in Neotec drinnen, das erste Generationsteil, also das erste Shoei Sena-System mit drinnen, und es ist immer noch die Gesprächsqualität gut, ich bin immer noch zufrieden mit der Bedienung, der Akku ist immer noch sauber, das ist jetzt schon Jahre alt, alles Paletti, aber die Bedienung im Vergleich zu den neuen Systemen, die ich habe, eben wo du mit Mesh einfach irrsinnig easy in einer Gruppe kommunizieren kannst, also
das ist schon echt mühsam. Schade, dass diese alten Geräte jetzt leider irgendwie von mir aussortieren werden müssen, weil ich ansonsten bin ich so begeistert von der Qualität und wie das immer noch alles läuft. Ja, und Qualität, wenn ich da jetzt gerade die Heizdeckenverkaufsfahrt mache, wir fahren alle vier mit Ruckergewändern herum. Da muss ich sagen, dass wir sehr, sehr zufrieden sind mit den Belüftungsmöglichkeiten, natürlich mit der Variabilität hinsichtlich dessen, welchen Temperaturspektrum wir abdecken. Zwei Herausforderungen habe ich, also was wir noch machen könnten, dass das 1.000.000% perfekt ist. Es ist so, dass du nicht alle Belüftungsöffnungen selbst öffnen kannst. Also ich kann zum Beispiel während der Fahrt mir nicht selbst diese Belüftungsöffnungen hier auf den Ärmeln auf und zu machen, weil der Reißverschluss zu stramm sitzt. Das heißt, ich muss, wenn ich Belüftungsöffnungen ändern möchte, immer stehen bleiben, beziehungsweise vergattere ich meinem Sohn, der hinten als Sozius drauf sitzt. Also das wäre mir noch was, bei allen Ruckers, wir haben jetzt vier verschiedene hier im Teil am Start. Wir lieben die Belüftungsöffnungen, aber wir müssen immer stehen bleiben, um sie zu bedienen. Liegt vermutlich daran, dass diese Reißverschlüsse halt auch wasserdicht ausgeführt sind und dadurch ein bisschen schwergängiger sind. Und was man aufpassen muss, man hat bei Rucker, also wir, die gesamte Familie, haben bei Rucker andere Größen als bei anderen Klamotten. Also nicht einfach online bestellen, ohne zu prüfen und ohne zu probieren, macht das bei einem Händler eures Vertrauens, damit das auch richtig gut sitzt, weil sie haben diese langgestellten, kurzgestellten Größen und das ist natürlich richtig gut. Ja, ansonsten, was haben wir noch für Erfahrungen gemacht? Ich werde vielleicht unten drunter die Routen reinpacken, die wir gefahren sind, in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr vielleicht auch mal diese Route hier im Bayerischen Wald gerne nachfahren und hier dieses geile Wetter genießen. Ich weiß nicht, ob das so Standardwetter hier ist. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mir das saftige Grün der Wiesen hier ansehe, dass es nicht immer so atemberaubend schön ist, sondern dass da auch manchmal ein bisschen Wasser runterkommt von da oben. Aber ja, jetzt haben wir richtig geiles Wetter und ich schaue mir jetzt noch die T900 für euch an. Ein gutes Motorrad, mit dem ich gerne unterwegs bin, wo ich und mein Sohn hinten drauf uns richtig wohlfühlen, wo wir lange Tage jetzt erlebt haben, wo wir wenig Energie brauchen, um weite Distanzen zu absolvieren. Sie schaut leibend aus, sie schaut sportlich aus, sie fährt harmonisch und einfach. Das Gewicht spürt man bei niedrigen Geschwindigkeiten. Ja, sie hat einen höheren Reifegrad erreicht, mittlerweile leider auch einen hohen Preis. Ja, so meine Erkenntnisse mit der Triumph Tiger 900 Rally Pro für euch hier im Bayerischen Wald. Ja, postet mal gerne unten drunter. Zwei Dinge würde ich gerne wissen. Bayerischer Wald, eure Erfahrungen. Habt ihr auch so ein leimendes Wetter hier und habt ihr auch so leimende Strecken gefunden? Und natürlich die Tiger 900 Fahrer, die vielleicht die alte hatten und jetzt auf die neue umgestiegen sind. Postet mal eure Erfahrungen und Erkenntnisse unten drunter. Würde das Video wahnsinnig bereichern. Vielen Dank. Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Mal auf 1000 PS.